Hallo liebe Zuschauer, alle Informationen rund um die Queen Games Neuheiten im Herbst 2024 gibt's jetzt in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, ja, rund um Essen-Neuheiten. Und da darf Queen Games nicht fehlen, weil ich war auf dem Presse-Event. Ja, und ich habe mir die ganzen Neuheiten zeigen lassen. Das ein oder andere Spiel konnte ich schon im Vorfeld spielen, aber ich habe jetzt nochmal alles vor Ort gespielt. Ja, und ich habe mir überlegt, wie präsentiere ich euch das? Wie würde ich das am liebsten sehen? Ja, deswegen gibt es ein paar Informationen direkt, teilweise vom Autor, teilweise von der Redaktion zu den einzelnen Spielen. Und in einem separaten Abschnitt gleich dahinter gibt es dann auch meine Meinung zu dem einzelnen Spiel. So bekommt ihr einen prima Überblick, bekommt Informationen mit dem Autor, unter anderem Stefan Feld. Auch einen kleinen Ausblick, was die Stefan Feld City Collection angeht. Also ihr merkt, vollgepackt das Video mit Informationen. Ja, und dazu wünsche ich jetzt euch viel Spaß. Ja, mit welchem Spiel beginnen wir? Wie wär's mit Alhambra? Ich glaube, da braucht ihr meine Meinung gar nicht unbedingt hören. Es ist eines der richtig guten Familienspiele, wobei eigentlich ein Spiel für jeden. Da habe ich schon das ein oder andere Video drüber gemacht. Ja, und jetzt in einem neuen Format, Schachtelformat. Aber bevor ich zu viel sage, ja, wird euch der Redakteur, der Ulrich, etwas zu diesem Spiel sagen. Und hier haben wir Alhambra. Richtig. Was hat sich da geändert? Was ist die Besonderheit? Ist es nur die Box? Hat sich die Größe von den Plättchen geändert? Vielleicht da auch ein paar Infos. Jörg, du sagst immer alles schon vorweg. Also die Box hat sich geändert und die Größe der Plättchen hat sich geändert. Also Alhambra ist ja unser Dauerbrenner seit über 20 Jahren, Spiel des Jahres vor vielen Jahren gewesen. Und das haben wir jetzt nochmal aufgelegt in dieser kompakteren Box mit kleineren Plättchen, wie man sieht, mit 1, 2, 3 Modulen dabei. Aber ansonsten, die Spielregel ist 1:1 unverändert. Wir wollen nur Alhambra weiterhin auch der neuen Generation nahebringen. Und insofern haben wir es aufgefrischt, ein bisschen neue Grafik aufgepackt, neu gedruckt, damit auch die Jüngeren jetzt Alhambra kennen und hoffentlich lieben lernen. Denn es ist halt ein super Spiel als Dauerbrenner-Kennerspiel in derselben Zeit wie Carcassonne zum Beispiel erschienen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, auch denjenigen, die es noch nicht kennen und das dann in dieser Version spielen können. Da bin ich beim richtigen Wort. Du hast gesagt, die Jüngeren. Es gibt auch immer neue, die auf den Kanal kommen, die in das Brettspiel-Hobby reinkommen. Was ist das Besondere für Alhambra, die es nicht kennen? Muss man immer wieder sagen, es gibt auch welche, die es nicht kennen. Natürlich. Was ist das besondere Element und um was geht es? Vielleicht ganz kurz. Ja, Alhambra ist ein Plättchenlegespiel, wo du deine eigene Alhambra baust. Diese Plättchen, die du hast, musst du bezahlen, und zwar jeweils mit einer bestimmten Art Geld. Vier verschiedene Farben sind da, und wenn du das Plättchen, was du kaufst, passend zahlen kannst, dann kannst du auch nochmal kaufen, und wenn du es nicht oder überzahlen musst, dann kannst du eben nur dieses eine Plättchen kaufen. Du brauchst also die verschiedenen Währungen an Geld in den verschiedenen Farben, um die verschiedenen Gebäude an den Plättchen zu kaufen. Hier sieht man Gelb, Grün, Blau und Orange. Und dann kannst du in einem späteren Zug deine Plättchen anbauen, sodass sie zueinander passen. Es geht dann letztendlich um Mehrheiten der verschiedenfarbigen Gebäude, aber auch um die Stadtmauer drumherum, die man dann eben so bauen muss, dass sie möglichst lang wird. Und letztendlich ist es ein Mehrheitenspiel mit 6 verschiedenen Farben. Wir haben dann noch oberhalb des Brettes 2, 3 Module reingepackt, die als Erweiterung schon mal da waren, die das Spiel dann, wenn man das Grundspiel gespielt hat, vielleicht ein-, zweimal, dreimal noch etwas mehr Spannung, Abwechslung und ja, Spaß sorgen. Und damit komme ich schon zum nächsten Spiel, Moonlight Market. Ja, auch dieses Spiel wird spätestens zur Spiel in Essen erscheinen vom Autor Dirk Henn. Und auch das konnte ich schon vor Ort spielen. Ein einfaches, geselliges Spielchen, was man auch mit größerer Personenanzahl absolvieren kann. Hat einfache Abläufe, wird insbesondere die Gelegenheitsspieler, die Familienspieler von euch ansprechen. Hat bei der Punktewerte ein paar Dinge, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber das war wirklich an den Tagen auch durchaus ein gefragtes Spiel, wo man schnell spielen kann. Gerade wenn man zwischendurch neben den Experten was Lockeres spielen will. Und das war Moonlight Market. Auch dazu gibt es, sobald es veröffentlicht wird, noch ein weiteres Video von mir mit weiteren Infos. Aber um was es geht in Moonlight Market, das verrät euch wie üblich der Ulrich als Redakteur. Und er wird euch das Wichtigste in Kürze zeigen bzw. verraten. Ein neues Spiel von Dirk Henn. Ja, Moonlight Market, Familienspiel.
um was geht's in dem Spiel? Gut, Dirk, du hast mal wieder alles vorweggenommen. Nein, nicht aber alles. Sehr schön. Nein, also Moonlight Market, das neue Spiel, tatsächlich ein neues Spiel von Dirk Henn. Auch in der kompakten Schachtel wie das neue Alhambra, Family and Friends, die neue Serie, die wir rausbringen, um es etwas günstiger zu machen. Mit Materialien, trotz, die erstens toll aussehen, zweitens aber trotzdem in der Produktion und auch im Kauf dann günstiger sind als der ganze Kram, den man vielleicht sonst kauft. Hier geht es darum, dass man mit Karten offen auf verschiedene, man hat verschiedene Handkarten auf der Hand, die verschiedene Zahlen haben und bietet mit einer Handkarte dann auf eine Kombination von Edelsteinen. Dann, wenn dann jeder eines dieser Edelsteinkombinationen dann auch ersteigert hat, man muss eins ersteigern, bekommt auf jeden Fall eine Kombination, dann nimmt sich jeder seine Kombination und baut die bei sich an. Man hat dann die Möglichkeit, bis zu 3 gleichfarbige Edelsteine untereinander zu bauen. Und am Ende einer Runde wird dann immer geguckt, wer die wertvollste Kette dieser Farbe zusammengebaut hat in den 5 Farben. Das Problem ist, dass man, wenn man ein Viertel kriegt, ein viertes blaues, rotes, dann muss man alle alten wegschmeißen, die tolle, wertvolle Kettensammlung raushauen, um das neue, das vierte Teil wieder anzubauen. Und da man verpflichtet ist, auch etwas zu ersteigern, kann es dazu wie immer kommen, dass man plötzlich einen Edelstein bekommt, der nicht so gut reinpasst. Das Spiel dauert 4 Runden, man hat 12 Karten, in jeder Runde spielt man 3 Karten aus und dann ist das Spiel auch schon zu Ende, 45 bis 60 Minuten. Gehobenes Familienspiel würde ich so das benennen. Und es sieht sehr schön aus, wenn es sich langsam aufbaut, die Ketten, die Edelsteine. Ja, es ist einfach fluffig zu spielen. Und das Ganze, wollte ich auch erwähnen, sogar bis 5 Personen. Oftmals ist es ja nur so, dass viele Familienspiele nur bis zu 4 Personen geht. Also hier habt ihr die Möglichkeit, es zu 5 zu spielen. So ist es, ja, du hast recht. Es sind 5 Farben, 5 Personen. Bei uns war es ja früher schon fast üblich, eigentlich bis zu 6 hochzugehen. Vor allem mit dem Dirk Henn spielen. Hier war es dann wieder mal auf 5 gebracht. Und das ist auch super zu 5 zu spielen. Man hat halt mehr Konkurrenz bei dem Bieten, aber es ist super auch zu 5 zu spielen, ohne dass sich die Spielzeit gleich verdoppelt oder so. Okay, herzlichen Dank dir. Bitteschön. Und damit bin ich beim nächsten Spiel, Dabawala. Ja, Moment, Jörg, das hast du doch schon vorgestellt. Naja, wer regelmäßig die Videos schaut, der kann sich vielleicht noch an dieses Spiel erinnern, was ich durchaus in dem einen oder anderen Video präsentiert habe als Plättchenlegespiel mit dem schönen Thema Mumbai Food Express, auch in dem Cover, was mir gefällt, was auch durchaus den einen oder anderen Gelegenheitsspieler ansprechen könnte. Also da gab es schon ein ausführliches Video mit meiner Meinung zu diesem Spiel. Und ja, vor Ort war nicht nur die Patricia Limberger, sondern auch der Felix Leder. Ja, also ein oder beziehungsweise beide Autoren waren vor Ort. Und den Felix, den habe ich mir kurz geschnappt, weil der eine oder andere weiß nicht, um was es in Dabawala geht. Und deswegen, ja, zeigt ihr euch, beziehungsweise stellt euch jetzt auch dieses Spiel in Kürze noch einmal vor. So, und gerade habe ich von Dabawala gesprochen und, ja, welch Zufall, nein, der Felix. Hi Felix. Hallo, hallo. Du bist einer der Autoren mit der Patricia zusammen, Patricia Limberger und Felix Leder. Und der eine oder andere hat vielleicht das Video noch nicht gesehen, weil da habe ich schon ein Video veröffentlicht zu diesem Queen-Game-Spiel. Vielleicht nur ein paar kurze Informationen. Um was geht's da? Was muss man da machen? Ist ja auch ein durchaus bekanntes, etwas ungewöhnliches Thema, was man oder was ihr jetzt verbaut habt in diesem Spiel. Genau, das ist richtig. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Und bei Dabawala liefern wir Essen aus. Und zwar zu Hause gekochtes Essen. Das Spiel verläuft über 2 Phasen. In der ersten Phase holen wir das Essen zu Hause ab und brauchen dafür das zentrale Board, um die Karten zu nehmen. Und diese Karten brauchen wir dann, um die Teile einzubauen auf unserem Gefährt, was man hier sieht. Und wir stapeln da die Dabbas, also die Essensbehälter, immer weiter in die Höhe, bis die zweite Phase des Spiels einsetzt und wir das aufgeladene Essen wieder ausliefern. Dafür brauchen wir die untere Hälfte der Karten. Also es geht nicht mehr um die Formen der Teile, sondern es geht um die Punkte, die wir pro Farbe bekommen. Und wer dann am Ende die meisten Punkte erwirtschaften konnte, beziehungsweise das meiste Trinkgeld mit seiner Essenslieferung verdient hat, hat gewonnen. Es gibt dabei noch kleine Kniffe. Wenn man das entsprechend passend anbaut, bekommt man Chai-Plättchen, die man im Spielverlauf einsetzen kann. Man kann in der ersten Phase nicht einfach überall hinreisen, sondern muss auch Tickets dafür ausgeben, dass man vielleicht genau die Karte bekommt, die man auch haben möchte. Und man kann schön mit den anderen Spielern zusammenspielen, um sich gegenseitig die Punkte für die unterschiedlichen Farben geben zu können.
Das Schöne ist ja, man baut erst auf und dann wird das Spiel zurückgebaut. Also man kann es dann direkt wieder in die Spielschachtel machen. So ist es, genau. Wir haben die Sortierboxen dabei. Am Anfang nimmt man sich die Plättchen entsprechend genau da raus. Und wenn man es ordentlich und fein säuberlich wieder abbaut, alles hat man das Spiel quasi wieder bereit, um es wegzuräumen oder direkt noch eine Partie zu spielen. Vielleicht zur Zielgruppe des Spiels. Der eine oder andere denkt jetzt, es ist ein gehobenes Spiel, ein Kennerspiel. Man kann durchaus sagen, es ist ein Spiel für die Familie. Es ist schon, hätte ich gesagt, ein Familienspiel. Wir haben ein paar kleine Erweiterungsmodule mit drin, wo es vielleicht ein Familienspiel plus oder ein niedriges Kennerspiel ungefähr wird, wenn man alle wirklich benutzt, weil da sind Aufgabenkarten dabei, da sind ein paar schwierigere Grundformen, um die Teile einzubauen mit dabei, aber eigentlich ist das Spiel recht eingängig, also auch gut im Familienrahmen zu spielen. Heißt ja auch Family Friends. Genau. Vielleicht zur Spieleranzahl noch. Man kann es auch schon ab zwei Personen spielen. Zwei Personen, genau. Wir haben auch noch eine extra Zwei-Spieler-Variante mittlerweile erarbeitet, die auch online zur Verfügung steht. Und es ist gerade bei Boardgame Geek auch im Test noch eine Solo-Variante, wo man dann gegen den Dabbot-Waller antritt. Okay. Und man sieht es, ein Plättchenlegespiel, aber ein Legespiel, was man auch in die Höhe baut. Genau. Wo man praktisch auch hier auf diese Umrandungen schauen muss, um den Schei zu bekommen. Das wird hier mit dem Ranking alles ablaufen, aber das habe ich euch im Detail erklärt. Felix, das als kleiner Überblick. Ich denke, wenn euch interessiert, schaut einfach mal das Video rein. Ansonsten dir, beziehungsweise euch, ja, weiterhin viel Erfolg. Ja, danke, danke. Ich bin beim nächsten Spiel, Nova Roma. Nova Roma gibt es ja eigentlich schon als englische Version, aber Queen Games hat das Spiel lokalisiert, quasi jetzt als deutsche Version. Aber es wurde sogar redaktionell nochmal überarbeitet. Also die eine oder andere Stelle, die hat man verbessert bei diesem Spiel und deswegen lohnt es sich durchaus, sich die deutsche Version genau anzuschauen, gegebenenfalls sich es gleich zu holen. Mein erster Eindruck bei diesem Spiel war nämlich sehr positiv. Es hat mir unheimlich gut gefallen, wie die Mechanismen, der Kernmechanismus mit den anderen Mechanismen verschachtelt ist, verknüpft ist. Aber es sind Ersteindrücke, das muss ich festigen. Zu Spiel in Essen erscheint dann das Spiel als fertige Version. Und der Thomas von Brave New World hat mir es damals gezeigt. Da gibt es ein separates Video. Ja, und er war vor Ort und er ist Experte zu Nova Roma, hat die deutsche Version auch jetzt schon etliche Male gespielt. Und deswegen seht ihr jetzt gleich im Anschluss einen kleinen, ja, kleinen Einblick zu diesem Spiel. Und da mir das Spiel auch so gut gefallen hat, gibt es dann sogar nochmal ein separates Video, wo er nochmal ein bisschen ausführlicher auf die einzelnen Mechanismen eingeht. Aber jetzt in diesem Format, in diesem Video, gibt es die wichtigsten Informationen zu Nova Roma in Kürze. Ja, und auch dazu wünsche ich euch viel Spaß. So, und damit das nächste Spiel, Nova Roma, keine Sorge. Wir erklären es euch noch ein bisschen genauer. Thomas steht neben mir. So, zwei Minuten. Nova Roma, Neuheit Queen Games. Alle freuen sich drauf. Um was geht's? Genau, es geht darum, der Kaiser möchte ein neues Rom schaffen. Und das versuchen wir halt über 5 Runden zu schaffen, angezeigt durch diesen Rundenmarker. Und eine Runde läuft halt so ab, dass erstmal der Kaiser auf einem der beiden Felder platziert wird, die hier markiert sind. Und wenn ein Spieler am Zug ist, darf er seine Figur platzieren und die Aktionen nach außen ausführen. Die Aktionen führt man dabei mit einer unterschiedlichen Stärke aus. Die Stärke ergibt sich durch seine eigenen Figuren und den Kaiser. Das bedeutet, diese Aktion kann ich mit einer Stärke von 2 machen und die Aktion mit einer Stärke von 1. Die Aktionen sind halt unterschiedlich. Man kann hier oben kann man mit der Schifffahrt fahren, Aufträge erfüllen. Beim Bauen muss man halt ebenfalls Aufträge erfüllen und kann hier in diesem Gebiet sich noch platzieren, kriegt am Ende dann auch noch für Mehrheiten Siegpunkte. Was man dann auch machen kann bei dieser Aktion, ist es, Handwerker auf seinem Spielertableau zu platzieren. Da kann man dann im späteren Spielverlauf, wie gesagt, Handwerker generieren und die geben dir dann ebenfalls nochmal Ressourcen. Und zwar ebenfalls wie im mittleren Bereich, hier in dem Beispiel ein Pferd und ein Weizen, und man dürfte die Aktion noch nutzen. Jeder hat sein eigenes Spielertableau, bei dem er dann die Ressourcen abträgt, seinen Einfluss platziert, und ein Mosaiktableau. Auf diesem sieht man verschiedene Ziele, die man versucht ebenfalls zu erfüllen. Des Weiteren gibt es auch noch Gefolgschaftskarten, die man auch entweder am Spielende oder während der Partie nutzen kann. Und noch die Hippodrombahn oder die Bahnen. Da hat man noch so ein Wettrennen und versucht auch nochmal bis zum Ende zu kommen
beziehungsweise jede Runde wird noch so ein Marker an denjenigen verteilt, der auf der entsprechenden Bahn am weitesten vorne ist. Und so versucht man halt dann, die meisten Punkte über 5 Runden zu erzielen. Und wer das schafft, der gewinnt. 2 Spiele fehlen noch. Nein, nicht ganz. Weil, ihr werdet es gleich hören, der Stefan Feld war ja auch vor Ort. Und der wird gleich im Anschluss zu beiden Spielen was sagen. Aber er gibt auch noch einen kleinen Ausblick zu einem ganz besonderen Leckerbissen. So nenne ich es einfach mal, das Spiel. Weil die Stefan Feld City Collection Nummer 9 hat ein Spiel, was ich auch schon spielen konnte. Ist ein Expertenspiel, aber es ist ein eigenständiges Spiel. Ob es ein Highlight ist, wird sich zeigen. Das sind alles Ersteindrücke. Aber auch dazu gibt ja noch ein paar Informationen, weil da ändert sich das eine oder andere, was die Abfolge von der Stefan Feld City Collection angeht. Aber die anderen beiden Spielen, ja, die darf man nicht vernachlässigen. Nassau und Kathmandu. Übrigens, da gibt es schon ein separates Video zu beiden Spielen, wo der Stefan mir quasi beide Spiele vorstellt. Die sind schon online, die könnt ihr euch schon anschauen. Und Nassau, ja, auch dieses Spiel, die Stefan Feld City Collection Nummer 7 bei Queen Games. Wie gesagt, beide Spiele erscheinen zur Spiel in Essen. Das ist ein Spiel, wo für mich wie so ein Wellengang ist. Ich habe meinen finalen Eindruck bei diesem Spiel noch nicht gewonnen. Es ist ein Expertenspiel und es hat unheimlich viele Möglichkeiten. Auch wenn ich es jetzt 3-4 Mal gespielt habe, habe ich gemerkt, es gilt immer noch viele Dinge herauszufinden, wo ich noch nicht gesehen habe, ob das jetzt wirklich so ist, ob das mich spielerisch voranbringt, wie variabel das Ganze ist. Und ja, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber wenn man von mehreren Partien spricht, heißt es für mich, da werden auch sicherlich viele weitere Partien folgen, bevor ich meine Meinung festige und das dann jeweils in einer finalen Version. Und dann zeige ich euch, präsentiere ich euch das Spiel noch einmal mit meinem ausführlichen Fazit, aber dieses Expertenspiel Nassau, wenn ihr die Möglichkeit habt auf das Spiel, schaut es euch an, spielt mal 1-2 Runde Probe, dann gewinnt ihr einen Überblick, was das Spiel angeht, was durchaus neuere Mechanismen, neuere Elemente zu bieten hat, aber schon ein gewisser Brecher als Expertenspiel, als Piratenspiel verpackt. Ja, und bevor ich gleich zum Stefan komme, auch das zweite Spiel, Kathmandu, was ich im Vorfeld vom halben Jahr, wo ich schon gespielt habe, etwas ja, abgestuft habe, so ist der bessere Ausdruck, als Familienspiel. Ich habe gemerkt, es geht definitiv doch stärker in den Kennerspielbereich rein. Und auch dieses Spiel kam, zumindest in den Gruppen, wo ich gespielt habe, gut an. Der eine oder andere wollte es gleich erneut spielen. Und viele waren auch ein bisschen abgelenkt, haben gedacht, den Mechanismus, den gibt es doch schon bei dem einen oder anderen Spiel. Und auch das Spiel stelle ich euch später in der finalen Version nochmal ausführlicher vor. Mit einem finalen Fazit, das ist mir auch ganz wichtig. Aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, das beispielsweise in Essen zu spielen. Und die eine oder andere Frage, gerade zu Kathmandu, der Vergleich zu anderen Spielen. Auf das geht der Stefan gleich ein. Und ich würde sagen, ja, wir hören gleich den Stefan. Nassau, Kathmandu und wie geht's weiter mit der Stefan Feld City Collection? Das zeigt ihr euch gleich im Anschluss. Ja, und ich mache schon ein Schleifchen an dieser Stelle, weil das waren alle Informationen zu diesem Event. Ich hoffe, die Art und Weise, wie ich es euch präsentiert habe, hat euch gefallen. Es sind Ersteindrücke, ist ganz wichtig, aber mal schauen, wie die Reise weitergeht. Es sind definitiv einige spannende Neuheiten bei den Queen Games dabei. Und jetzt habt ihr einen Überblick und gegebenenfalls schaut ihr einfach in Essen vorbei oder ja über die Online-Möglichkeiten und Vertriebsmöglichkeiten könnt ihr auch das ein oder andere Spiel erwerben. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt verweise ich erstmal auf die Spiele in Essen, weil da gibt es quasi die Veröffentlichung der ganzen Neuheiten, außer Dabawala. Aber das habt ihr schon gehört, das wurde ja schon bereits veröffentlicht. Ja, jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, euch noch viel Spaß, beziehungsweise jetzt gleich mit dem Stefan und bis bald, macht's gut. So, gerade habe ich von Nassau gesprochen. Ja, und wer steht neben mir? Der Stefan. Wir haben euch schon einen Überblick gegeben zu diesem Spiel. Stefan, nochmal ein kurzer. Nassau, Stefan Feld City Collection Nummer 7. Um was geht's in Nassau? Vielleicht nochmal ein kurzer Abschnitt, um was es geht. Okay, also wir sind in der Piratenwelt in Nassau. Das Spiel dreht sich tatsächlich um das Piratenleben. Wir werden erst in Nassau selbst verschiedene Piratenutensilien wie Rum, Segel, Handhaken, Lagerplätze und ähnliches sammeln, um dann hinterher in einer zweiten Phase auf See verschiedene Gegner zu bekämpfen, Kontrolle von Seegebieten zu übernehmen, Händler zu bestehlen, Außenposten einzurichten und dann erfolgreich auf dem Heimweg noch geraubte Schätze einzulagern beziehungsweise dann am Lagerfeuer die besten Geschichten zu erzählen, um die anderen mit Piraten zu übertrumpfen. Wichtig, ihr seht hier noch einen finalen Prototyp.
Das eine oder andere kann sich noch ändern, was jetzt das Material angeht, aber ansonsten ist das finale Spiel. Und wie gesagt, ihr habt schon einen guten Eindruck bekommen im Video, wo der Stefan mir das Ganze erklärt hat. Ein Piratenspiel, wo man nicht unterschätzen sollte, Zielgruppe oder vom Niveau her eher so ein Kenner, gehobenes Kennerspiel, würde ich sagen. Gehobenes Kennerspiel, schon fast an der Expertengrenze. Es sind doch einige Regeln auch mit drin und ziemlich vielschichtig. Von daher, also ist schon kratzt schon an der Expertenspielgrenze. Weil jetzt doch einige gehört haben, das ist die Wiederauflage von Um, Rum und Ehre von damals. Da ist tatsächlich nur ein Mechanismus übernommen worden. Das ist ein neues Spiel. So, und Kathmandu, auch das habe ich gerade erwähnt. Und ja, wieder ist der Stefan neben mir. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht. So, jetzt denkt man, City Collection oder Stefan Feld City Collection Nummer 8 geht wieder in den Kenner-Expertenspielbereich. Nein, ein ganz anderes Spiel. Und auch das habe ich schon vorgestellt. Und jetzt, Stefan, auch von dir noch ein paar Infos zu dem Spiel. Genau, auch nochmal ein kurzer Überblick. Also, wir sind in Nepal auf dem Weg nach Kathmandu. Kathmandu zu erreichen ist natürlich ein Ziel. Und der oder diejenige, die das zuerst schafft, kriegt auch einige Punkte. Aber es geht nicht darum, zuerst unbedingt da sein zu müssen. Man kann das Spiel auch vorher gewinnen. Entlang von Kathmandu, von dem Tal, reist man von Landschaft zu Landschaft, ist hier mit seinen Yaks unterwegs und versucht an verschiedenen Stellen eben besonders gut gewinnbringend Dinge zu holen. Es gibt die Dörfer, wo Waren gekauft werden. Es gibt Tempel, wo Opfergaben abgegeben werden. Es gibt eine Expedition, die erfüllt werden muss. Und das Ganze ist durch Würfel gesteuert. Es ist ein ganz leichtes Laufspiel. Man würfelt mit 6 Würfeln, die in 6 Farben sind, wählt einen Würfel und läuft mit seinem Jack in gerader Richtung einfach so viele Schritte. Die Würfelfarbe gibt Ressourcen an, die man bekommen kann. Zum Beispiel jedes Mal, wenn man in ein neues Spielplanfeld kommt, müssen die Jacks gefüttert werden. Da muss ich dann also ein Futter abgeben. Futter kriege ich eben über den rosanen Würfel. Ich habe also immer so das Abwägen, welche Würfelzahl kann ich gut brauchen, welche Ressourcen muss ich aber damit auch holen. Das Ganze ist, man sieht es hier so ein bisschen und ich habe jetzt schon häufiger gehört, oh, Eldorado sieht es ja aus. Wollte ich schon fragen. Genau, ja. Aber also davon hebt sich's deutlich ab, aber so ein Grundprinzip ist eben schon, dort wo ich lande, man sieht eben die verschiedenen Landschaftsfelder, kann ich verschiedene Dinge tun, beziehungsweise landschaftsspezifisch was tun. Wir sehen hier solche Karten noch, also Tierkarten. Da finde ich Tiere so in diesem Wiesengebiet, ist also der Tiger, den kann ich zum Beispiel dann zeichnen, das ist eins das Ziel. Wer dann am Spielende am besten gezeichnet hat, kriegt eben nochmal eine bestimmte Punktzahl. Ich kann mir Ausrüstungsgegenstände holen, die ich finde hier in der Steppe, in der Wüste, finde ich den Ausrüstungsgegenstand, mit dem ich dann wieder Würfel manipulieren kann. Es gibt den Effekt der Schatzkarten. Da ist dann so, dass man Schatzkartenteile findet, die man dann auch ein bisschen zusammensetzen muss. Und da ist auch eine gewisse Form von Interaktion. Man kann dann auch Mitspielerinnen Karten wegnehmen, Kartenteile, wenn man sie trifft. Man ja, leiht sie sich sozusagen aus. Okay. Gut. Ja, Zielgruppe ganz klar, Familien durchaus, leichtes Kennerspiel. So würde ich es jetzt mal einordnen nach den Partien, die ich gespielt habe. Genau, also es ist tatsächlich da an der Grenze und vielleicht werden jetzt manche denken, das ist nicht der Feld, den ich mir vorstelle. Ungewöhnlich, ja. Es ist eher ein leichteres Spiel, aber durch die Vielzahl an Möglichkeiten habe ich eben doch eine gewisse Spieltiefe und kann auch verschiedene Dinge einfach ausprobieren. Also von daher würde ich es am unteren Kennerspielbereich noch ansiedeln. Stefan, ganz kurz noch eine Frage habe ich. Mir rede hier von Stefan Feld City Collection Nummer 8. Mhm. Ich kann ja parallel mal ein bisschen auf uns schwenken. Eine ergänzende Frage habe ich noch. Wie geht's weiter? Es gibt eine kleine Änderung. Vielleicht da ein ganz kurzer Ausblick. Es wurde ja auch schon bei dem Event verkündet. Genau, also wir werden eine ganz große Veröffentlichung haben, nämlich Chichen Itza. Wir sind zusammen hergefahren. Wir haben uns gestern Abend schon davon. Chicken Pizza. Hat immer Chicken Pizza gesagt. Es geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Also Chichen Itza. Ein großes Spiel, wieder in der großen Marrakesch-Packung. Und da Eurogame trifft Ameritrash. Ja.
es ist so ein bisschen Kampfspiel. Man breitet sich um Chichen Itza rum aus und bekämpft neutrale Monster, die auftauchen, entdeckt ein bisschen, kann aber auch gegeneinander kämpfen. Mit einem Kampfsystem, wo wir Spezialwürfel drin haben, viele Funktionen wieder über Karten. Ich habe sozusagen so eine Art Helden, die ich auch steuern kann. Also es ist so ein klassisches Kampfspiel. Da anschließend, und das wird vielleicht manche auch freuen, da werden wir Valencia mit veröffentlichen und das wird Straßburg sein, Auktionsspiel aus früherer Zeit, das wir aber dann auch noch an gewisser Stelle überarbeiten, aber das ist dann ein ganz kompaktes Auktionsspiel. Okay, und alles Weitere, ich weiß, der Wunsch von euch ist da, wieder ein Interview mit Stefan zu machen. Wir schauen, wie wir es vielleicht noch vor der Messe hinbekommen, einen Termin, dass eure ganzen Fragen, die habe ich mir alle notiert, auch noch beantwortet werden. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Ergänzungen habt, dürft das gerne als Kommentar unter das Video schreiben. Ja, ansonsten, das war ein schneller Überblick. Alles Weitere seht ihr in den Einzelvideos schon zur Erklärung. Stefan, dir herzlichen Dank. Und sehr gerne. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Ciao. Und heute Abend gibt es eine Hühnchenpizza.